Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,2 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, nach Jahren intensiver Nutzung habe ich einen Ersatz für meine Logitech MX518 Refresh gesucht. Die Maus ist mittlerweile fast 5 Jahre alt und funktioniert wie am ersten Tag, sieht leider aber nicht mehr schreibtischtauglich aus. Es ist die beste Maus, die ich in meinem Leben je bedient habe. Natürlich habe ich, weil ich so zufrieden mit der MX bin, zur G400 es gegriffen, dem Nachfolger in zweiter Generation. Das Produktdesign ist äußerlich absolut identisch zur MX518 Refresh, lediglich ist die Oberfläche nun matt und nicht mehr glatt. Außerdem sind die Farben anders, wie jeder auf den Bildern sehen kann. Allerdings ist das USB-Kabel dünner. Da dies öfter zu Kabelbruch führte, kommt bei der G400 es an dem Eintrittspunkt in die Maus ein Knickschutz zum Einsatz. Dieser sollte den Kabelbruch an der Stelle verhindern. Trotzdem bin ich skeptisch, warum nicht für ein paar Cent mehr das bewährte Kabel der MX-Reihe verwenden, aus der Sicht von Logitech? Nun zum ganz enttäuschenden Punkt, die rechte Maustaste. Der Druckpunkt ist schrecklich, wenn man die MX518 gewohnt ist. Er ist leicht schwammig. Auch hat die rechte Maustaste Spiel bis zur Klickschwelle und fühlt sich dadurch labbrig an. Das Mausrad rattert mehr und läuft nicht so zart wie bei der MX518. Insgesamt fühlt sich die Maus, wenn man sie in der Hand hält, im Vergleich einfach billiger verarbeitet an. Das soll nicht heißen, dass sie wirklich schlecht verarbeitet wäre. Aber im Vergleich einfach schlechter. Nicht so, als ob sie über 5 Jahre lang hält. Die G400 es hat mittlerweile bis zu 4000 dpi Abtastrate, obwohl sie keinen Lasersensor hat. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.